Gut, Thema ist heute Beschleunigung. Und zwar der Spezialfall kommt danach noch, Erdbeschleunigung. Ich erinnere nochmal an unseren Versuch, den müssen wir nochmal aufgreifen, unser Versuch, wo es darum ging, was haben wir letzten Endes gemessen, als wir da ausprobiert haben, wie schnell sind die Autos gefahren und so weiter. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Das war eine unbeschleunigte Bewegung, diese Werte, die hatten wir uns notiert, die hatten wir sozusagen geblitzt, indem wir uns entsprechende Wegmarken und Zeitmarken gesetzt haben und dann diese Zeiten hier gemessen haben, diese hier. Das sind die Zeiten, um die es geht. Und man sieht, hier oben ist es ein bisschen abgewichen, Messfehler können passieren, das hatten wir diskutiert. Und da sieht man hier 0,8 Sekunden, das ist auch fast 0,8 Sekunden, das ist ein bisschen drüber. Das Auto hat sich also sehr gleichmäßig bewegt. Dann haben wir uns, aber ich lasse mich nochmal selber sprechen. Das heißt also, es hat kein Gas gegeben, es hat auch nicht gebremst. Dann sind wir, beziehungsweise wir haben es zu Anfang gemacht, weil uns der Zug sonst weggefahren wäre. Wieder in 5 Meter Abständen haben wir Folgendes getan. Und zwar, wir haben einfach wieder mit Zuruf und entsprechenden Zeitmessungen gemessen, wie lange braucht der Zug von dem ersten bis zur zweiten, zur nächsten Marke. Und da sieht man sehr schön 5,1 Sekunden, hier sind es ungefähr 4 Sekunden, hier sind es 2, hier sind es 2, das sind Messfehler, hier hätte er eigentlich weniger brauchen müssen, aber hier deutlich 1,3, 1,1 und hier hinten gab es dann wegen des Lärms einen Verständigungsfehler, das kann passieren. Eindeutig, und ich habe vorher den Triebwagenfahrer gefragt, warte mal, das halten wir mal noch fest, der hat eine Motorleistung von 2x275 Kilowatt, das können wir nämlich auch in höheren Klassen ausprobieren, und eine Masse von, in diesem Fall 80 Tonnen, weil er leer war, der fuhr hier an. Also das waren die Messwerte nebenbei, und der Triebwagenführer, der hat sich gefreut über uns und hat gesagt, ich werde auch ganz gleichmäßig Gas geben, also gleichmäßig beschleunigen. Jo, jetzt könnte man das ausrechnen, das ist aber mit diesen Formeln da, wie wir vorhin das schon getan hatten, also schon mal angedacht hatten, das könnte man machen. Ja, jetzt müssen wir es an der Stelle mal unterbrechen. Es geht ja darum, was haben wir da letzten Endes gesehen, was ist da passiert? Und zwar, wir haben eins gesehen, unser Triebwagen, der wurde immer schneller. Und zwar von Wegmarke zu Wegmarke hat er weniger Zeit gebraucht. Ich sag mal hier 5 Meter, die Abstände waren ziemlich genau und ziemlich gleich. Und er hat hier zu Anfang 5, dann 4, dann 2 und dann kleiner als 2, auf jeden Fall weniger Sekunden, ich schreibe es mal als Sekunden daran, gebraucht. Wir hatten uns beim letzten Mal, bevor wir den Versuch angefangen haben, und das ging dann runter bis sogar, ich glaube, also hier waren es, nochmal schnell gucken, ach, hier hinten waren es 1,3 und dann 1,1 Sekunden, das können wir dann schnell tauschen, also mal wegwischen, 1,3 und dann 1,1 Sekunden. Das ging also dann immer schneller. Das hieß also, die Geschwindigkeit hat sich geändert. Und wir können uns eins grundsätzlich merken, und zwar, wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, dann wurde er beschleunigt. Bewegungszustand kann heißen, er fährt gleichmäßig, also V ist zum Beispiel 10 Meter pro Sekunde, und das die ganze Zeit gleichmäßig. Wenn sich da etwas ändert daran, wenn er langsamer oder schneller wird, wurde er beschleunigt. Oder er steht da und seine Geschwindigkeit ist 0. 0 mal Meter pro Sekunde ergibt auch 0, deswegen kann ich hier ohne Einheiten arbeiten. Wenn das passiert, also an diesem, Moment, nicht wenn das passiert, sondern wenn sich dieser Bewegungszustand ändert, das heißt, dann kann er bloß schneller werden, in die eine oder die andere Richtung, da wurde er auch beschleunigt. Beschleunigung heißt grundsätzlich den Bewegungszustand ändern. Wir kommen später noch darauf, dass auch eine Beschleunigung vorliegt, wenn wir plötzlich von hier ab hier dieses Objekt eine Kurve fahren lassen. Auch das wird eine Beschleunigung, aber da kommen wir später drauf. Im Moment beschäftigen wir uns mit geradlinigen Bewegungen, gerade Linien, und die sind entweder unbeschleunigt, also mit gleicher Geschwindigkeit oder gar keiner Geschwindigkeit oder mit sich ändernder Geschwindigkeit. Und beim Triebwagen haben wir es ganz wunderbar gesehen. Wie wird die Beschleunigung ausgerechnet? Eigentlich ganz leicht, hatten wir schon mal, das sah man vorhin auch im Video an der Tafel. A
ist V durch T, wobei man sich am besten merkt, A wie Acceleration. Acceleration geschrieben. Das ist ja unsere Velocity, unsere Geschwindigkeit. So wie Velocity, ne? Und das ist Time. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte die Beschleunigung errechnen, dann errechne ich ganz einfach Geschwindigkeit durch Zeit. Stellen wir das mal um. Ich nehme mal das mal t. Dann ergibt sich aus der ganzen Sache a mal t ist gleich v. Und jetzt müsste es eigentlich deutlicher werden. Das heißt, diese Gleichung hier heißt übersetzt, wenn ich einen Körper eine bestimmte Zeit lang beschleunige, dann ergibt sich daraus seine Geschwindigkeit. So kann man es auch ausdrücken. Ich könnte das Ganze auch noch ganz anders umstellen, aber das ist, glaube ich, die beste Idee, die Beschleunigung auszudrücken. Hier wird sie berechnet, das ist nicht das Problem. Aber a mal t ist gleich v heißt wirklich, eine bestimmte Beschleunigung, eine bestimmte Zeit lang auf einen Körper wirken lassen, bedeutet eine Geschwindigkeit, eine bestimmte. Aber wir hatten noch eine andere Formel, und zwar diese Formel. F ist gleich m mal a, und da müsste sich eigentlich auch was daraus ergeben. Wenn ich einen Körper beschleunigen möchte, der eine bestimmte Masse hat, dann brauche ich eine bestimmte Kraft dazu. Auch so kann man es ausdrücken. Machen wir an der Stelle mal Pause und diskutieren das mal durch. Ja, ich habe jetzt den Satz nochmal hingeschrieben in Rot. Wenn sich der Bewegungszustand, ich rate allen Leuten abzukürzen, BEV zust, dann weiß man sowieso, dass Bewegung, darum geht es ja. Wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, wird er beschleunigt. Das kann auch bedeuten, dass der Körper hier, der sich mit gleichmäßig 10 Meter pro Sekunde bewegt hat, langsamer werden kann. Dann wurde er negativ beschleunigt. Beschleunigung sagt man ja immer, das müsste schneller werden. In der Physik spricht man von positiver Beschleunigung und negativer Beschleunigung. Wir könnten unseren roten Satz eigentlich auch noch anders interpretieren. Und zwar, den ersten Teil können wir behalten, wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, Komma, erfährt er eine Kraft. Könnte man also hier oben, tralala, der Satz bleibt, dann erfährt er eine Kraft. So kann man diesen Satz auch weiterführen. Genau, ich schreibe das auch hier ran nochmal. Das F ist in diesem Fall groß, das lassen wir mal einfach so stehen. Force, Mass und wieder Acceleration. Da mache ich bloß ACC-Punkt. Also, man sieht es auch an den beiden Formeln. Jedes Mal geht es um Geschwindigkeiten oder Beschleunigung, also Bewegungszustand. Da steckt das A drin, hier. Der Bewegungszustand ist die Geschwindigkeit, die kann ja auch 0 sein. Hier steckt A und V drin. Und hier bezieht sich A auf die Kraft und die Masse. Das heißt, jedes Mal, und so kann man die beiden Sätze auch zusammen im Prinzip gleichwertig sagen, wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, wird er beschleunigt, weil er eine Kraft erfährt. Auch so kann man es sagen. Das ist dann eine Frage des Ausdrucks. Hier gibt es Fragen. So, wir haben das alles soweit durchdiskutiert und haben auch die verschiedensten Mini-Versuche wieder gemacht. Nochmal zu der Lok und zu dem ganzen Reisezug. Das war so ein Triebwagen-Reisezug, also so ein kleiner Bummelzug, würde ich dazu sagen. Immerhin, dieses ganze Ding hat 80 Tonnen Masse. Das ist richtig viel. So, Lokführer, ich verzichte mal auf den ganzen Schnickschnack, aber schnell ein paar Räder, sonst fällt er uns ganz um. So, und wir hatten ja auch eine bestimmte Leistung. Über die Leistung wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Aber wir konnten eins machen. Wir konnten nämlich ausrechnen, die Beschleunigung. Jetzt gehen wir nochmal auf unseren Versuch zurück. Hier. Und da musste man Folgendes machen. Hier oben. Auf unseren Versuch. Jetzt habe ich hier mal 5 Meter Abstände ran geschrieben. Ich schreibe mal in blau was anderes ran. Und zwar von 0 bis 5 Meter. Das ist hier. Hier sind dann 10 Meter und das geht immer so weiter. 15 Meter, ich schreibe das ganz bewusst dran, damit wir das besser erkennen. 20 Meter und hier meinetwegen noch 25 Meter. Was hat der Zug da für eine Beschleunigung erfahren? Das kann man ablesen. Es gibt noch eine Formel,
Die möchte ich aber jetzt mal gar nicht herleiten, sondern die heißt ganz einfach, S ist gleich a halbe mal t Quadrat. Also, der Weg, in diesem Fall mal auf Deutsch, Strecke, Acceleration und Time, das wissen wir. Wenn ich mir jetzt diese Messwerte nochmal angucke und mir die mal runterziehe, ich mache mal kurz Pause dafür. So, wenn ich mir jetzt diese Messwerte, ich habe sie mir mal runterkopiert von oben, hier oben waren sie, hier sind sie nochmal, das ist das Schöne an diesem Tablet. Jetzt habe ich mir die mal runterkopiert, damit ich rechnen kann mit dem ganzen Kram. Und zwar, S ist a halbe t Quadrat. Wir wollten ja mal die Beschleunigung ausrechnen, das heißt, wir müssen unsere Formel S ist a halbe t Quadrat mal umformen. So dass t alleine steht oder s alleine steht oder wir müssen a alleine stehen haben, denn wir wollen ja a die Acceleration, möchten wir errechnen. Das heißt, was muss ich machen, damit hier a alleine auf der rechten Seite steht? Ich sage es mal gleich, bevor wir hier lange Zeit brauchen, mal 2, weil hier durch 2 stört, durch t Quadrat. So, wenn ich das jetzt mache, machen wir das mal, dann heißt die neue Formel, S mal 2 durch t Quadrat ist gleich a. Und jetzt errechnen wir mal die Beschleunigung für die gesamte Strecke. Haben wir S, haben wir ja, haben wir t, haben wir, also könnte man loslegen. Machen wir das mal für die Strecke Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Denn der Lokführer, der hat uns ja versprochen, der hat ja gesagt, ich habe ganz gleichmäßig Gas gegeben oder ich werde gleichmäßig Gas geben. Und wenn man das jetzt einsetzt, dann kann man einsetzen für den ersten Fall, S ist 5 Meter mal 2 durch t Quadrat. Hier hatten wir 5 Sekunden, rund 5 Sekunden. 5 mal 5 ist 25 Quadratsekunden. Das ist unsere erste Beschleunigung. Deswegen sagen wir hier mal A1 dazu. Denn wir wollen ja vergleichen, ob die immer die ganze Zeit konstant ist. Jetzt kann man kürzen, das geht relativ leicht. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 5. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich erinnere nochmal, dieses S Quadrat hier, das streiche ich mal durch und schreibe mal S hin, damit das nicht verwechselt wird mit der 2 als Exponent, dass man die nicht mit der normalen 2 eines Faktors kürzen kann. So, jetzt mal weitergerechnet. Was haben wir hier oben übrig? Hier haben wir eine 1 übrig, hier haben wir einen Meter übrig, eine 2, hier unten eine 5 und S Quadrat. Also, 1 mal 2 ist 2 Meter pro 5 Quadratsekunden. Das wäre unsere erste Beschleunigung. Achtung, jetzt machen wir mal nicht den Fehler und sagen, wir schreiben das mal so hier hin, dass wir nur 5 Meter durch 4 Sekunden zum Quadrat nehmen, denn das wäre ja falsch. Ich muss ja sagen, ich muss in diesem Fall bis hier rechnen. Das heißt, ich werde das mit A12, das heißt also mit A12 für die zweite Strecke bezeichnen. So, was setzen wir da ein? Jetzt haben wir 10 Meter mal 2, das ist diese 2 hier, geteilt durch, Achtung, 5 plus 4 ist 9, 9 mal 9 ist 81. Sekunde mal Sekunde, ist A12 für beide. So, mal sehen, was bei rumkommt. Kann man hier kürzen, kann man nicht. Das sind 20 Meter geteilt durch 81 Quadratsekunden. Das wäre A12. Nanu, kann man das überhaupt vergleichen? Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. So, in der Zeit haben wir das jetzt schnell mal ausgerechnet. Nur durch pures Einsetzen. Quadratsekunden habe ich zum Schluss geschrieben, weil man die Zeit hier quadrieren muss. Hier, wenn ich hier zum Beispiel 12 Sekunden einsetze, muss ich sagen, 12 mal 12 ist 144. Und da ja die Sekunden dazuhören und quadriert werden, werden das Sekunde mal Sekunde, also Quadratsekunde. Und jetzt müssen wir das irgendwie gleichnamig machen, denn das kann man nicht vergleichen. Das hier kann man so nicht vergleichen. Das sieht nicht mal doppelt oder irgendwie dreifach oder schön oder sonst was aus. Und da braucht man einen gemeinsamen Nenner. Sonst wird das nichts. Also Quadratsekunde steht schon da. Jetzt müssen wir irgendwas mit den Zahlenwerten der Sekunden machen. Vielleicht kommen wir ja dann hin, um das einigermaßen zu vergleichen. Und dazu mache ich nochmal eine Pause. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben mal die 81 zu 80 Quadratsekunden gemacht und die 121 zu 120. Und man sieht hier diese beiden Werte. Da ist es ganz sicher. Hier die beiden Werte. Die sind total gleich und man merkt natürlich, hier wäre es so ähnlich, aber nicht mehr ausreichend ähnlich.
Das heißt, wir haben hier diese beiden Werte, da sieht man die konstante Beschleunigung. Die Messwerte jetzt im Einzelnen komplett auszurechnen, wäre ein bisschen spannend, aber wir ahnen, dass wir durch den Verkehrslärm, durch Ungenauigkeiten im Zuruf, es ging ja um 0,x Sekunden und so weiter, dass wir da uns solche Messfehler reingeholt haben. Außerdem waren es hier oben nicht 5 Sekunden, sondern es war schon ein bisschen mehr. Das würde sich also, wenn man die Zeiten ganz genau stoppen würde, würde sich das wirklich tatsächlich auf einen bestimmten Wert, der überall auf allen Streckenabschnitten gleich ist, einpegeln. Das hieße, die Beschleunigung wäre konstant, so wie der Lokführer versprochen hat. Wenn die Beschleunigung aber ermittelt worden ist, dann haben wir eine Möglichkeit. Dann können wir mal was anderes Verrücktes ausrechnen. Und zwar, wie viel Kraft hat das Triebwerk geleistet, um dieses Ding zu beschleunigen? Und das machen wir im nächsten Video. Also, ich schreibe mal ganz schnell hin. Siehe nächstes Video.